Bist du ein Feind? Ja. Und bist du dann Feind? Ja. Na gut. Weiter geht's. Go, go, Leute. Ab, ab. Ihr beiden bleibt und bewacht den Eingang. Wir wollen nicht von Sturmmantel-Nachschubtruppen überrascht werden. Alle ja. Anderen kommen mit mir. Können uns ja aufs Handy anrufen, wenn sie welche gesehen haben. Oh Mann. Wo geht's denn da lang? Holztür? Achso, ist von der anderen Seite verriegelt. Damit man auch schön eine Runde läuft. Hier können wir doch perfekt unsere Waffe skillen. Oh, jetzt hier. Pa! Jawohl. Da kommt der Neckbreaker. So, das Plündern spare ich mir mal, weil, naja. Die 5-6 Gold, die immer dabei haben. Was haben wir denn hier? Sowas hier kontrolliere ich mal viel lieber. Zum Begräbnisurnen. Da ist zwar auch nicht viel mehr Geld drin, aber da muss man sich nicht immer durch die Anzüge klicken. Außerdem könnten ja immer Truhen hier in der Nähe liegen, ne? Was haben wir hier? Oh, Gold und Rubin, ja, ja. Da geht's schon los. Mal ein bisschen Gold. Mal Gold. Nochmal Gold und ein makelloser Amethyst. Und nochmal Gold. Na, seht ihr mal. Okay, weiter geht's. Das gefällt mir nicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber Legat, es gibt keinen anderen Weg. Ziehen wir mal keine voreiligen Schlüsse, Soldat. Die Armee findet immer eine Lösung. Ich würde mich lieber einen Moment lang umsehen, als blind in einen Hinterhalt zu laufen. Versucht einen anderen Weg dadurch zu finden, Hilfssoldat. Wir stürmen, sobald wir Kampfgeräusche hören. Einen anderen Weg finden? Ja, gut. Suchen wir halt einen anderen Weg. Sieht mir ja dann da oben lang aus. Oh, gehen wir einfach mal hier lang. Hops. Holen wir uns hier so eine Waffe. Und gehen hier oben lang. Schleichen. Habt ihr etwas gehört? Nein, aber ich weiß, dass sie da draußen sind. Sie können nur aus dieser Richtung kommen. Jetzt seid still, sonst ruiniert ihr noch unseren Hinterhalt. Okay. Haben sie so große Angst vor euch, dass sie weggerannt sind? Nicht sehr wahrscheinlich. Seid einfach still und lasst euch nicht blicken. Das müssen die Kaiserlichen sein. Sie findet sie. Na toll. Das hat ja super funktioniert. Dem sein Kopf hat das abgefangen. Wie krank ist das denn? Leute, hört mal auf, da unten so rumzuschreien. Du hörst auf, hier rüber zu schießen. So. Ist ja doch irgendwie doof gelaufen dann, ne? Naja. Vorsicht, Männer. Da warten sicher noch mehr auf uns. Aber gerne. Ich glaube, ich habe aber unsere Mannschaft gerade ausgelöscht. Pam, Schädelspalter! Wusste ich doch, dass es sich nicht lohnt, die anzugucken. Aber hier die Begräbnisurnen und so, ne? Die nehmen wir mit. Ja, Magikertrank, Amethyst. Ausdauertrank. Erledigt als ein paar verstaubte, wandelnde Knochen. Wir gehen nicht, bevor wir haben, weswegen wir gekommen sind. Jetzt weiter. Naja, geht ihr mal weiter. Ich plündere in der Zeit noch ein bisschen. So, hier haben wir noch Gold. Da haben wir auch noch Gold.
Und da haben wir auch noch Gold. So. Na, was ist das denn jetzt hier? So. Und jetzt müssen wir hier in die Tür rein. In die Säle. Körper und Säle. Lalalala. Auf in die Säle. Wir müssen in die Säle. Ja, den haben sie ja schnell erledigt. Liegt hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann wollen wir denen da oben auch mal helfen. Gut so. Ich speichere übrigens mal ab, weil irgendwie habe ich die Befürchtung, dass ich gleich mal irgendjemanden von denen schlage und dann gibt es wieder eine drüber. Ein Fehler oder was weiß ich nicht und dann ist ja auch wieder alles Geschichte. Hey, wieso weichst du aus, du Blödkopf? Zack! Ja, damit ist dein Rücken auch Geschichte. So. Was denn da hinten? Oh, eine Truhe. Das schreit doch nach einem Wirbelsprint. Gold, paar Tränke, die Handschuhe brauchen wir aber nicht. Das war's? Hops. Ups, und weiter geht's. Die Halle der Geschichten sein. Oh, davon habe ich schon gehört. Es heißt, auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichteten. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Eins nach dem anderen, Soldat. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Wir suchen nach der Krone. Sieht aus, als wären wir nicht die Ersten hier. Auch wenn diese Zeichen uns sagen, wo die Krone ist, müssen wir immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Versucht, was rauszufinden, Hilfssoldat. Ich sehe mir diese Zeichen da drüben genauer an. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas findet. Nö. Was ist das? Eine Steinklaue? Ich frage mich, wozu die wohl dienen mag. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Ich hatte mir die extra gerade ein bisschen angeguckt, aber irgendwie habe ich es schon wieder vergessen. Hund, Motte, Drache, okay. Gut gemacht. So. Klar. Alle mal herhören. Augen auf, wir gehen weiter. Okay. Mach mal das mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Yeah, auf in den Kram! Hey. Oh, hier ist ja gar keiner. Naja, hätte ja sein können. Dann mal los, Soldaten. Verteilen. Schauen wir mal, was wir da haben. Tut, was ihr am besten könnt, Hilfssoldat. Sucht nach einer Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen. Wenn du noch einmal Hilfssoldat sagst, ne, dann zeige ich dir mal, wer hier irgendwelche Hilfe noch in Anspruch nehmen muss, okay? Mann, Mann, Mann. Oh, hier sind Granatsteine. Ah. Cool. La 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 la. Ups. Ja, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ein Geheimraum. Ah ja. Und hier sind irgendwie so Stacheln. Ich glaube, Ruhe ist mit einer Fallkette verbunden. Ja. Da sag ich doch, Leute. Onkel Yabu hat mal wieder recht.
So. Und dann nehmen wir den Seelenstein. Ebenerzkriegsaxt des Gefrierens. Naja. Damit ich jetzt wieder schön gespammt und gespoilert und geflamed und was weiß ich nicht werde. Ich nehme sie nicht mit. So, habt ihr davon. So, das Ganze machen wir wieder zu. Und gehen weiter. Okay. Jetzt müssen wir uns hier oben noch ein bisschen weiter umgucken. So, Truhe. Eine Rolle, Stahlkriegsaxt, einen Heiltrank nehmen wir noch mit. Angriff! Komm schon! Komm her! Na! Ha! Zweihändig verbessert! Mal sehen, wohin uns dieser Weg führt. So, und hier. Die plündern wir. Ah, bringt zwar auch nicht so viel, aber naja. Besser als nix. So. Reicht jetzt auch. Keine Lust, immer den ganzen Müll zu plündern. Und weiter geht's in die Krypta. Ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie nicht so in Plünderlaune wie sonst. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Na, wo sind wir jetzt hier? Verteilt euch und haltet die Augen offen. Hier gefällt es mir nicht. Hallo. Ja. Okay, hier brauche ich wieder ein bisschen was anderes. Na komm. So, jetzt machen wir. Und was war das jetzt? Naja, keine Ahnung. Hallo? Warum ist mein Bogen weg? Was ist mit meinem Bogen? Was war das denn nochmal für ein Bogen? Vulkanglasbogen, oder nicht? Warum ist mein Vulkanglasbogen weg? Scheinbar als Spalte. Ach, Bogen der Nachtigall war es ja. Ja, warum war der jetzt weg? Hörst du jetzt mal auf, hier die ganze Zeit so rumzuschreien? So, lass die mal in Ruhe. Patsch! In dein Purpose! In deinen Purpose hab ich geschossen. Das fand ich schön. Und da ist die Krone. Wert 5000. Boah, die behalte ich. Sind das nicht zwei? Ach ne, ist noch eine Geißel. Wo ist denn der zweite? Hier waren noch zwei. Ach, da ist der. So. Nehmt diese Krone mit zurück nach Einsamkeit, Soldat. Okay. Das lasse ich mir ja nicht zweimal sagen. Und dann verkaufe ich sie. Hä? Moment, Moment, Moment. Wo, wo? Ja, ach da. Aha! Ra-ba-ba-ba-ba. Wort der Macht gelernt. Sand. Zeit verlangsamen ist eh scheiße. Cool wäre es, wenn man die Umgebung verlangsamt, aber sich selber nicht. Aber da man sich selber ja auch verlangsamt, ist das... Nö. Also, zurück in den Tempel. Den Riegel weg. Tür geöffnet.
und rausgegangen. Wir müssen ja noch die beiden Kollegen warten, ne? Ja. Habt das schön gemacht. Bin stolz auf euch. Könnt ihr mir glauben? Wie schön ihr doch hier rumgestanden seid. Einfach nichts tun. Ja. So wünscht man sich das doch von seinen Kollegen. Und Einsamkeit. Und hoffentlich können wir dann endlich mit dem Jarl reden und die andere Quest weitermachen. Naja. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Nicht mit dem Jarl, sondern mit General Tullius müssen wir ja reden. Mit dem Tullius. Tullius! Komm her, Tullius! Na. Die Wache wird vielleicht nervös. Ja, ich frage ihn schon weg. Ihr passt doch auf euch auf. Ja, klar passe ich auf uns auf. Wer sonst, wenn nicht wir? So. Tullius! Tullius? Tullius! Versteckspielen zählt nicht. Ups, jetzt gehe ich ja wieder raus. Das ist aber auch manchmal kompliziert hier. Das ist aber manchmal auch. Oh Mann, ist das kompliziert, ist das hier. Das ist aber auch manchmal kompliziert. Irgendwie öden mich gerade die Aufgaben an. Ich weiß nicht warum. Ich brauche mal wieder was Spannendes, so wie gegen Alduin kämpfen. Das war cool. Das hat Bock gemacht, aber das hier gerade ist eher langweilig. Tut mir leid, Leute. Wo ist denn jetzt der Penner? Hier lang. Ey, das gibt's doch nicht. Der soll da sein. Da hinten. Ach, da sitzt er. Die Almarsch ist eine wichtige Pufferzone zwischen den Rebellentruppen und der Hauptstadt. Ulfric wird früher oder später versuchen, dort einzufallen. Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Ich kann's endlich anklicken. Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Sie laden zu Friedensverhandlungen in Hochrotka ein. Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Wir brauchen einen Waffenstillstand, bis den Drachen Einhalt geboten Sie wurde. Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Pass mal auf. Ulfric hat bereits zugesagt. Tatsächlich. Ich schätze, er will sich die Chance nicht entgehen lassen, von den vielen Verbrechen des Kaiserreichs zu schwadronieren. Er hofft wahrscheinlich, dass ich ablehne, damit er behaupten kann, das Kaiserreich würde ihn nicht verstehen. Ich denke, ich werde ihn abermals enttäuschen. Ihr werdet also zu den Friedensverhandlungen kommen? Ja, in Ordnung. Ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht? Na, immerhin etwas.